So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Metal Blob Solid. Und es geht weiter beim letzten Checkpunkt. Sobald ich den Fokus wieder auf meine Anwendung habe. Peinlich. Gut. Ebene 4, da will ich jetzt aber eigentlich gar nicht hin. Und nein, die Waffen will ich jetzt gerade auch nicht. Ich will da durchschwimmen. Naja, ich muss. Hey, diesmal nicht. Dafür werde ich jetzt hier irgendwie oder so. Ach ja, da oben war die Geschichte. Sind bitte. Ja, vielleicht hätte ich doch die Maschinen so hinkommen sollen. Irgendwie soll das nicht werden. Tja, das war's. Und damit ist die Karte erledigt. Jammer, schade. Aber nun ja, so ist es halt. Wir haben diese Folge jetzt angefangen. Ich habe jetzt eigentlich auch nicht sonderlich viel Lust, diese Folge zu Ende zu machen. Deswegen würde ich sagen, schließen wir doch einfach mal ein paar Karten ab. Zum Beispiel die Graslandschaften. Das sollte ja relativ fix gehen, so ungefähr genau wie die überfluteten Tunnel 3. Wir müssen einfach noch drei Mias finden. Diese drei Mias, die finde ich ja relativ fix. Hoffentlich. Und vor allem mit Jetpack. Sollte das nicht mehr ganz so das Problem sein. Hier oben haben wir zum Beispiel ein 2 und ich habe die Katze gerettet. Juhu! Da drüben müsste es noch einen geben. Bam! Noch weiter drüben. Ach ja, genau. So, und damit habe ich alles erledigt. Ich wollte eigentlich noch ein Stück weiter. Ist da hinten, glaube ich, irgendwelche Goodies gehabt. Und habe damit diese Karte perfekt gereinigt. So. Den gleichen Spaß kann man jetzt natürlich auch für die überfluteten Tunnel machen. Das innere Höhlennetzwerk. Ja, ich denke, wir machen das für die überfluteten Tunnel. Mal sehen, wie lange wir brauchen. So, noch drei Mias muss ich finden. Da stellt sich die Frage, wo sind die? Du willst mich veralbern, oder? Ah. Schon Befürchtungen. So,
So, im Wesentlichen geht es darum, dass wir hier oben hoch müssen. So, und mit der normalen Pistole komme ich da natürlich nicht weiter. Da brauche ich eine Spreadgun. So, Dele. Es geht weiter darüber und es geht da hoch. Wir fliegen einfach mal da hoch. Jetpack ist voll. Und dann fliegen wir darüber. Schnauze. Ey, Alter! Euch geht's gut, oder? So, wir fliegen da hoch. Gut. Der nächste mir ist scheinbar irgendwo... Oh, ich habe Wolverine gerettet. Ich dachte, den muss man nicht retten. Ich habe schon wieder die Pistole mir gekrallt, das ist unglaublich. Da war ich doch schon über. Nein, da war ich noch nicht. So, da brauche ich aber glaub. Irgendwas. Ich weiß noch nicht mal was. Kirschen sind immer gut. Bam, bam. So, wo geht's denn hier lang? Da hinten hatte ich alles. Also gehen wir mal da rüber. Und ich habe nun eine Spreadgun. Was sagt denn die Karte hier? Die Karte sagt hier auch alles erledigt. Und da ich jetzt ja eine Spreadgun habe, gehen wir doch wieder zum Eingang zurück. Also nicht zum Eingang, sondern zum Ausgang. So, Ausgang, das war doch hier irgendwo. Boom. Das war ein bisschen zu weit. Ups. Vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. Kann ich nämlich mal... schauen. Was es da oben gibt. Ach, da komme ich her. So, da haben wir den bronzenen Schlüssel, da haben wir noch einen Mia. Ich brauche eigentlich noch einen, ne? Ne, noch zwei. Ja, fast. Hm. Jetzt war schon wieder die falsche Taste. Ausgezeichnet. So. Ja, ist ja gut. Ach, hier fliegen schon wieder die Stechmücken rum. Das wird heute Abend wieder lustig. Oh, Stechmücken. Mich hat eine Stechmücke in den Kehlkopf gestochen. Das macht Spaß. Also es ist nicht sonderlich schlimm, es sieht die nicht mal beim Reden, aber... Quatschi. Kowski. Was mach ich denn da eigentlich? Ich wollte doch zum Ausgang. So, Karte. Ja, da gibt's ja eh nichts mehr. Ich will zum Ausgang.
Mann. Ist ja gut. Genau. Zip. Ich mache hier schon wieder meine Einrichtung kaputt. Aber halb so wild. So. Funktioniert das gerade mäßig. Gibt es eigentlich einen anderen Eingang? Ja. An sich schon. Aber da komme ich ja nicht rein. Genau. Ich musste aus dieser Richtung, soweit ich das weiß. So, haben wir das doch auch geschafft. Und das passt auch zeitlich wunderbar. Denn das wären 15 Minuten. Wunderbar. Gebiet perfekt bereinigt. Und damit haben wir diese Folge für heute abgeschlossen. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs am Leben lassen meiner Wohnung, bzw. meiner Inneneinrichtung und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen.